Hallo YouTube, herzlich willkommen auf meinem Kanal Overland X. Mein Name ist Magdi. Heute geht es bei mir darum, wie ich meinen Bravo-Schnorchel, also die höhergelegte Luftansaugung, an meinem Discovery 4, an dem Land Rover selbst eingebaut habe. Hat ungefähr 2 Stunden gedauert, war streckenweise ein bisschen Fummelarbeit, gerade wenn man den Schnorchel, die Außenseite, wenn er an dem Kotflügel anliegt, muss ich mit der Hand von innen rein zwischen die beiden Kotflügelteile, um dann die Kontermuttern anzubringen. Das war ein bisschen nervig, aber geht alles. Und dann steht auch noch die Eintragung durch die DEKRA noch an. Dauert ungefähr 4 Wochen Vorlaufzeit hier in Hamburg. Aber bleibt dran, gebt mir einen Daumen hoch, gebt mir ein Abo und ich freue mich. Jetzt geht's los.